Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich heute Abend hier bei uns im Gerd-Hauptmann-Haus begrüßen zu einem mit Sicherheit besonders spannenden Abend. Alle unsere Abende sind auf ihre Art und Weise spannend, aber dieser verspricht, glaube ich, sicher besonders spannend zu werden, denn er steht ja unter dem Motto, das sichtbare Zeichen beginnt Gestalt anzunehmen. Das sichtbare Zeichen, eine zunächst bewusst sicherlich politisch vage gehaltene Formel in der Erinnerungspolitik an Flucht und Vertreibung. Eine vage Formel, die über Jahre hinweg dann weiter mit Inhalt gefüllt worden ist und die jetzt eben seit 2009 in Gestalt der Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung wirklich konkret sichtbar wird und immer sichtbarer wird. Es gibt jetzt ein Haus und es gibt ein Haus, das umgebaut wird und saniert wird und es gibt Personal und an der Spitze dieses Personals der Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung steht Professor Dr. Manfred Kittel als Direktor, den ich sehr herzlich begrüße. Herzlich willkommen. Ich begrüße zugleich den Mitveranstalter des heutigen Abends, denn das ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem Landesverband des Bundes der Vertriebenen Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen an den Vorsitzenden Herrn Paplies, der auch gleich noch das Wort an Sie richten wird. Eigentlich ist es fast überflüssig, dass ich Manfred Kittel hier in diesem Hause vorstelle, denn ich darf sagen, dass er ein alter Freund, nicht alt, aber ein Freund des Hauses ist, der schon wiederholt hier war und wir haben gerade gemeinsam überlegt, als er sein Buch Vertreibung der Vertriebenen, seine große Studie hier vorgestellt hat, das ist doch immerhin schon 5 Jahre her. Damals hat er noch ein verhältnismäßig ruhiges Wissenschaftlerleben am Institut für Zeitgeschichte in München geführt, wo er viele Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen ist, bevor er dann die jetzige Aufgabe übernommen hat mit der Leitung der Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung, die, darf ich sagen, wohl exponierteste Stellung in der Erinnerungskultur, in der deutschen Erinnerungskultur zum Thema Flucht und Vertreibung. Ein exponierter und sicherlich nicht einfacher Posten, aber kaum jemand hatte bessere Voraussetzungen aufzuweisen als Manfred Kittel, um diese Position zu übernehmen. Wissenschaftlich ausgewiesen durch zahlreiche Veröffentlichungen, einschlägige Veröffentlichungen, eben auch als Wissenschaftsorganisator im Institut für Zeitgeschichte erfahren. Ich kann mir die Daten so gut merken, weil wir fast alles sozusagen im gleichen Takt erledigt haben. Wir sind aus dem gleichen Geburtsjahrgang 1962, wir haben im gleichen Jahr 1992 promoviert und wir haben im gleichen Jahr 1999 habilitiert. Insofern kann ich das gut auswendig. Und dann sind wir etwas zeitversetzt in ähnliche Positionen gekommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Kittel, und ich freue mich auch auf Ihre Ausführungen zum Stand der Dinge, was Ihr Haus, Ihre Stiftung in Berlin angeht. Aber zuvor darf ich noch Herrn Paplies darum bitten, als Mitveranstalter auch zu begrüßen. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen des Mitveranstalters, des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, des Bundes der Vertriebenen, sehr herzlich hier. Als ich das Programm mitbekam, was im Fernsehen heute läuft, habe ich schon große Sorgen gehabt, die sich ja nun auch irgendwie bestätigt haben. Eigentlich haben wir ein so höchst interessantes und was die Vertriebenen wichtig nehmen müssten, Thema heute Abend. Aber gegen eine Fernsehübertragung eines Fußball-Länderspiels scheint es kaum anzukommen. Und dann noch an so einem schönen blauen Sommerabend wie heute. Ja, das Länderspiel bei dem medialen Rummel, den die Fußball-Europameisterschaft schon vorauswirft und heute das Fernsehübertragung. Ich denke, wir werden trotzdem einen interessanten Abend haben und ich freue mich sehr, dass mit Herrn Professor Kittel, den ich auch von mir aus
sehr begrüße, wir etwas hauptstädtischen Glanz heute in die rheinische Provinz hier bekommen. Herzlich willkommen. Aber ich würde so sagen, in der rheinischen Provinz ist hier das Gerhard-Hauptmann-Haus ein Leuchtturm für die Bewahrung und Vermittlung ostdeutscher Kultur und auch für die Aufarbeitung des Vertreibungsschicksals von 16,5 Millionen ostdeutscher Menschen hier im Hause. Und insofern gilt mein herzlicher Dank der Stiftung Gerhard Hauptmann Haus, deren Kuratoriumsvorsitzenden Herrn Gretz sich sehr mit Freude hier auch begrüßen kann, und Ihnen, Herr Dr. Halder, dass wir also zu dieser gemeinsamen Veranstaltung heute Abend gekommen sind. Es ist ja schon inzwischen eine Tradition geworden. Im Rheinland ist alles eine Tradition, was zum dritten Mal stattfindet, dass wir zusammen mit der Stiftung Gerhard Hauptmann Haus und dem Bund der Vertriebenen hier im Lande in Kooperation Veranstaltungen durchführen. Und wir freuen uns natürlich besonders über diese Veranstaltung, wo es ja um ein wirklich sehr spezifisches Vertriebenen-Thema geht heute Abend. Denn seit 13 Jahren führen wir ja eine gesellschaftliche Debatte über die Kultur des Erinnerns, vor allen Dingen eben an die Kultur des Erinnerns an Flucht und Vertreibung. Eine Debatte, die häufig lautstark von inneren Freunden und osteuropäischen Nachbarn her begleitet worden ist. 1999, als der Bund der Vertriebenen das Projekt des Zentrums gegen Vertreibung vorstellte, haben sich wenige getraut zu hoffen, dass wir im Jahre 2012 zwei Projekte, zwei Stiftungen haben würden, die sich in dieser Weise, wie wir ja gleich hören werden, um Kultur des Erinnerns an die Vertreibung und des Gedenkens an Leid und den Schicksalsweg von 16,5 Millionen Menschen bemühen. Festzuhalten, und das ist meine Aufgabe, Herr Dr. Halder hier und auch Herr Professor Kittel, ist, dass beide Stiftungen das Ergebnis einer Initiative des Bundes der Vertriebenen sind. Das dürfen wir uns ans Revier stecken. Weder das Zentrum noch die Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung würde es ohne die organisierten deutschen Heimatvertriebenen geben. Es war an ihnen, auf ihr eigenes Schicksal aufmerksam zu machen. Der Bundesstiftung in Berlin gilt also gleich der Vortrag von Herrn Professor Kittel. Lassen Sie mich deshalb vorab ein paar Hinweise zur vertriebenen eigenen Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen sagen, die ja fortbesteht und häufig auch in unseren eigenen Kreisen dann zu Verwirrung und zu Verwechslungen führt und die mit einer Reihe von Ausstellungen, genau drei Ausstellungen, ja auch durchaus bereits wirksam ist. Die Wanderausstellung des Zentrums gegen Vertreibungen Erzwungene Wege, Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts wurde 2006 im Kronprinzenpalais in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt und war dann in vielen Orten der Bundesrepublik, insbesondere auch zunächst in den Landeshauptstädten. 2009 präsentierte die Stiftung Zentrum gegen Vertreibung die Folgeausstellung Erzwungene Wege unter dem Titel Die Gerufenen, deutsches Leben in Mittel- und Osteuropa. Im Mittelpunkt dieser Ausstellung steht die Migrationsgeschichte der Deutschen zwischen Mittelalter und Neuzeit nach Osten. Und 2011 stellte das Zentrum gegen Vertreibung die Ausstellung Angekommen, die Integration der Vertriebenen in Deutschland, zunächst im Deutschen Bundestag vor und jetzt ist sie auch im Kronprinzenpalais noch bis zum Juni zu sehen. So viel zum Hintergrund der Arbeit dieser Stiftung. Hier wird nun die andere große Stiftung das Thema sein, Herr Professor Kittel. Und wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Und ich danke Ihnen, dass Sie hauptstädtischen Glanz
nach Düsseldorf bringen.